Hallo und ein wunderschönes zurück. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Barbara Salisch rette die Welt vor mutierten Zombie-Kühen. Beim letzten Mal haben wir gelernt, dass wir nicht unsere Nase in feuchte Riesenkorn stecken sollten und dass nicht jeder Riesenhebel zum Rütteln da ist. Und damit begrüßen wir die wunderschöne, die einzigartige, die, was steht da? Zauberhafte Cupcake-Katze. Miau. Moin. Moin. Das war eine wunderschöne Anmoderation. Yay. Bisschen Gehirnschmalz loswerden Ah, jetzt. wunderbar, wunderbar. Ja, ich habe es ja schon lange angekündigt. Der gute Arne muss helfen und Was der kann ich Arne an hat, glaube ich, eine rechten schlechte Dingen nicht Nachricht für mich. ertragen? Ja, du hast alles falsch gemacht, Katze. Nein. Wir installieren das Spiel und nochmal von vorne alles. Verdammt. Du bist nämlich zum falschen Element gegangen. Ich glaube das einfach nicht an. Ich will das Doch. nicht. Nein. Ich habe jetzt nochmal nachgeforscht und du bist, glaube ich, einen Schritt zu weit. Aber hier steht doch, ich habe das der Lüfte, Feuer. Ich muss das Element der Erde in der Festung der Dunkelelfen. Okay, da steht nicht, dass ich Genau. hier rein soll. Ich verstehe. Du musst Scheiße. erstmal in die Hauptstadt der Dunkelelfen und das ist die Suragnar. Und du musst also erstmal hier wieder komplett raus. Scheiße, wo ist denn Suragnar? Da Da unten. oben rechts. Oben rechts. Ich dachte immer, es wäre alles unten rechts. Ach, scheiße, Nee. Arne. Ja, also Fluchtseil benutzen und ab dafür. Oh, besser wäre das wohl. Naja, hier, schön in die Fluchtseil. Sackgasse. Was ein Scheiß. Ich weiß auch Da nicht. darfst du dann irgendwann nochmal wieder hin. Ich weiß nicht mehr, wo es rausging. Übrigens. Nein, ich Und habe das es zugemacht. diesen lustigen Ausgang, wo du nicht mal wieder reinkamst. Findest du den Das noch wieder? wäre natürlich auch eine Idee, aber ich weiß nicht mehr, auf welchem Level der war. Warte Du mal, hast ich. schon wieder kein Einhorn. Ja, ich weiß. Oh Gott. Jetzt sterbe ich. Ja, jetzt sterbe ich. Doch nicht. Ja, Aber beim Einhorn. letzten Mal war die Qualität bei mir irgendwie ein bisschen besser. Irgendwas war garantiert der Skala, der das kaputt gespielt hat. Skala? Der war aber vor dir da. Ja, aber wir waren doch bei dir auf dem Ach Geburtstag. so, ja, der hat ja auch irgendwas an meinem Renderprogramm verstellt, der Sack. Der ist schuld. Das ist das Problem, ja, wenn man anderen Computermenschen mal den Rechner zur Verfügung stellt. Computermenschen, ja. Ja, das seid ihr wohl. Ah, hier geht's nicht raus. Okay, warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Hab ich noch einen Spielstand, Oh der ja. draußen ist? Habe jetzt gerade so 8-Bit-Segwit. Ja, das kann schon sein. Warte mal, vielleicht mache ich mal ein bisschen was hier dicht. Vielleicht liegt das auch an mir. Ne, ja, geht. Hoffentlich. Ich fürchte, ich muss ja echt zu Fuß wieder raus. Scheiße. Okay. Ja, das kriegst du ja schon irgendwie hin. Einfach nach oben und. Ja, aber wo ist der Ausgang nach oben? Siehst du das auf der Karte nicht? Nö. Ich sehe Ist ja das nicht. keine Treppe. Achso, du Ich hattest doch mal diese eine Portalrune da, ne? habe Wo du keine. nicht wusstest. Ich habe eine Doch, Portalrune. in diesem Dragoner Blablabla hast du doch so eine Portalrune bekommen und du wusstest du nicht, was du damit machen sollst. Okay. Oder hast du die benutzt in der Zwischenzeit? Nee. Weil ich meine, damit konnte man so ein, ja, sich so ein Wunschportal machen, mehr oder weniger. Echt? Ja, aber nur an bestimmten Stellen. Das Und da klingt konntest du dann. ziemlich cool. Meine nämlich da in dieser Drachenstadt gab es dann nämlich auch so einen Sockel, wo sonst immer halt die Portale drauf sind. Okay. Und da könntest du dann diese Rune benutzen und dann hättest du da ein optionales. Ah, da geht's raus. Na, da geht's Achso. runter. Aber hier war Achso. dann der Ausgang, der böse war. Den finde ich schneller. Nee, da hättest du den optionalen Teleporter setzen können, meine ich. Ach so. Nee, die habe ich Aber leider es. nicht dabei. Das geht aber manchmal auch an einer anderen Stelle auch nochmal. Aber hundertprozentig sicher bin ich da jetzt auch nicht. Okay. Und diese Drachenschuppe, die du immer noch im Inventar hast, die ist, glaube ich, totaler Schmamsch. Okay, schade. Das sieht so cool Also, aus. die kann man irgendwie, glaube ich, für Feuerresistenz oder sowas reinschmieden, aber so besonders ist das, glaube ich, im Endeffekt auch nicht. Ach man, da denkt man, man kriegt was Cooles und dann hat man nichts davon. Ja, die ist halt für den Moment ganz cool, aber ich glaube, nachher dann halt, ja, ne? Warum sind hier überhaupt wieder so viele Gegner? Ja, tötet man alle und dann sind sie einfach wieder da. Der da. Ja. Okay, es war irgendwo rechts unten. Der BP-Teil, Ja.
Ich sag dir, wenn ich den Ausweg finde, dann liegt da direkt der EP-Teiler nebendran. Garantiert. Jetzt rufen die Rallyes hier die ganze Zeit an. Echt so. Penetrant hier ein bisschen. Ja, mein Handy rappelt gerade die ganze Zeit. Ich bin auf beschäftigt, ich sehe das gar nicht. Kannst mal Ja, schimpfen. auf dem Handy geht das irgendwie nicht, sich auf beschäftigt zu stellen. Da Ja, da musst du kannst du immer dich auf. nur auf Invisible oder Online stellen. Bisschen dumm. Ja. Das ist sowieso total seltsam, bei Skype auf dem Handy, da. Das aktualisiert sich irgendwie ganz selten Ja, nur das und stimmt. ja. Aber eigentlich die App dafür ist ein bisschen doof. Könnte ich eigentlich auch wieder runterschmeißen. Ich habe es auch wieder runtergeschmissen, aber nur weil sich das mit dem blöden Microsoft-Konto verbinden wollte oder hat und dann doof war. Okay. Ja, weil Microsoft sich denkt, hier, wir zeigen mal deinen vollen Namen an. Bist zwar mit Skype online, aber was soll's? Ja, genauso wie Google Plus. Ja, ist auch Das nervt mich wunderschön. bei YouTube auch immer wieder. Bist du die ganze Zeit angemeldet und dann willst du mal wieder einen Kommentar schreiben und dann steht da, sie müssen sich erneut anmelden. Denke ich Ja. mir auch so, what? Ich bin Boah. angemeldet. Super nervig. Wo war das So. verdammte Kacke, ey? Ich glaube, es war in eine andere Richtung, oder? War es nicht so nach links raus? Ich dachte eigentlich, das wäre nach rechts unten Oder doch, nee, irgendwo. das sieht gut aus. Doch, das sieht gut aus, glaube ich. Wenn du den Weg weiterläufst. Gott! Arne! Oh, ja, Oh das sieht gut Gott! aus. Speicher Moin Tag! Ah! Speicher mal kurz, ja. Das ist ein bisschen gefährlich gerade. Okay, hier war ich wohl noch nicht. Lustig. Irgendwie locke ich dich immer zu Drachen Ja, ist geil. Nein, ja, genau, schieß einfach deine Combo auf den einen Gegner. hin. Ignoriere den Drache einfach. Rini Risit oder wie auch immer. Der Sumpfdrache. Tot, 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 tot. Ich wollte gerade sagen, so wirklich viel macht er aber nicht. Nee, der letzte auch schon nicht. Okay, hier war ich ja noch gar nicht. Warum finde ich jetzt hier den Da unten Weg? ist doch. Da unten ist doch der Weg. Der hast du doch was aufgedeckt. Ja, aber hier nicht, wo ich gerade bin mit dem Drachen, sonst. Ist ja letztes Mal dran vorbeigeschlichen. Ja, sonst wäre ich dem ja schon mal völlig panisch begegnet. Völlig panisch. Okay, ich bin lost. So Lauf wie mal den Weg immer. da weiter, Da. den du da aufgedeckt hast. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, muss ja irgendwo sein, wo ich schon mal war. Ansonsten laufen wir einfach den ganzen Part, wo ich hier bin, durch diese Höhle. Du sorgst ja für Unterhaltung. Ich meine, ich war jetzt, glaube ich, mittlerweile eine ganze Woche hier drin. Das sind die Leute jetzt auch schon gewöhnt. Das ist in Ordnung. Muss irgendwann dann wieder hier Ja. hinkommen, finde die Wege nicht. Das ist schön. Ja, aber dafür hast du es ja schon ein bisschen aufgedeckt. Muss ja dann nachher nur wieder Continuity. zu dem Hebel da wieder hin. Die den Hebel Der nicht zieht. kann ja schon mal ein bisschen so voraus erzählen. Also eigentlich ist es jetzt so, du gehst zum Erdelement und dann sollst du halt danach zum Wasserelement, aber da kamst du dann, wie man hier sehr merkt, nicht hin, weil da alles überflutet ist. Und dann musst du halt diesen Hebel ziehen, um das Wasser abzulassen. Und dann kommst du weiter. Ach, verdammt. Gargoyles, alles voller Gargoyles. Ja, nächstes Wochenende ist ja auch schon wieder ein halbes Rallye-Treffen. Ja. Ja, Ich freue halbes. mich schon. Ich auch, so zu schön. Super. Wobei der Skala jetzt ja so ein bisschen Spaßbremse gemacht hat. Ja, voll blöd. Guck mal, da ist es. Sehr gut. Da ist auch der Hebel. Ja gut, Spaßbremse, aber wenn der Lern Ja. Prüfung hat, dann. Vor allem war Scully noch der, weil eigentlich hatte ich erst Terminprobleme mit Matty und dann war Scully der, der gesagt hat, ach Quatsch, der hat doch sowieso Zeit, wir machen das einfach jederzeit. Und jetzt, ich muss lernen. Okay. Super. Raus, raus, raus. Dann hoffen wir mal, dass du da dann jetzt auch wegkommst. Vernünftig. Wo bist denn du jetzt auf der Karte? Der anderen Seite vom Fluss. Okay, ja gut. Du musst auf nur nach Norden auf jeden Fall. Und die Stadt Okay. ist unterirdisch wieder. Ach, immer dieser unterirdische Scheiß. So, mal gucken, ob wir irgendwo über den Fluss drüber kommen. Es tut gut, hier mal wieder in hellen Gefilden zu sein. Es war ein bisschen nervig. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht verbuggt und du kommst dann nachher nur rüber, wenn du das Wasser abgelassen hast. Ah, Das wäre nein. natürlich ziemlich kacke. Dann bist du schuld, Arne.
Nein. Ach komm. Da unten war ich schon mal. Guck. Ah, hier geht's rüber. Moin Tag. Super. Oh, Gott sei Dank. Gerettet. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir nach Norden kommen. Das stört die auch Einfach. nicht, dass sie 1000 Pfeile im Gesicht hängen haben, ne? Nö. Aber ist ja immer so. Was hast du gesagt, wie viele Drachen es insgesamt gibt? Oh, ich habe letztens eine Weltkarte gesehen, da, ich glaube, es waren 9. Krass, so viele. Hätte nur noch 7 im Kopf, aber. Oh, da Das sind sind wohl ganz doch viele noch. Leute. Aber wohl an den da unten in der Höhle habe ich mich auch nicht erinnert. Achso, du darfst gleich mal ein paar EP-Punkte für mich verteilen. Ach, da ist ja nicht mehr so besonders einfach ein Waffenkunde oder Fernkampf. Mach Für ich die mal Hilfsorgen. Waffenkunde und Geschick. Ja. Okidoki. Bringt ja nichts in was anderes reinzustecken. Joa. Also, du bist ja eh kein, oder die sind eh keine Herausforderung mehr für den so. Nee, wirklich gar nicht. Ich Zack. habe letztens mir jetzt ja Sekiro 2 geholt, habe mir letztens glaube ich schon mal in der anderen Aufnahme erzählt. Und jetzt habe ich da mal wieder angefangen. Das ist schon wieder was völlig anderes. Vor allem mit dieser freidrehbaren Kamera fand ich irgendwie. Ja, das stimmt. Weiß nicht, warum die das gemacht haben. Gut, dann können wir das vielleicht noch ein bisschen besser erforschen alles, aber. Ja, bei mir läuft es ja leider noch nicht, aber muss ich mich theoretisch bald mal drum kümmern. Aber ich bin ja gerade am Überlegen, ich habe es ja in den Sacred Parts schon. Was sagst du denn? Ich bin ja total im Zwiespalt, ob ich schon damit anfangen soll. Und dann habe ich 2 und 3 parallel auf meinem Kanal oder ob ich einfach warte und erst Naja, 3 mit euch mache. Also ich würde 3 so bald machen, wenn es da ist. Ja, Also eben. Also, das es ist ist ja jetzt. nicht nur in meinem. Also, das auf jeden Fall. Aber ich würde halt Ja. vielleicht dann warten, bis 3 fertig ist und dann erst 2 weitermachen. Es ist ja von der Story Vielleicht eigentlich jetzt nicht so schlimm, eben. ne? Das tut sich ja nicht viel. Nee. Vor allem soll 3 ja jetzt sowieso wieder ganz anders sein Ja. und theoretisch ist ja, glaube ich, 2 spielt, glaube ich, vor 1 und 3 spielt wieder nach 1. Also Ich blick das immer nicht so ganz. sowieso komplett durcheinander. So, guck mal, Ach, hier guck bin mal, ich schon mal reingelaufen in das, was da oben gleich kommt. Moment. kann doch gar nicht, wenn du hier noch nicht warst vorher. Ja, doch, hier war ich jetzt ja schon überall. Guck doch. Hier bin ich ja nämlich da reingelaufen. Ach so, ja, dann geh noch mal weiter nach Norden oder versuch da mal irgendwie noch dran vorbei. Oder geh noch mal auf die Weltkarte. Ist bei mir noch nicht da. Okay. Kommt gleich. Warte mal, ich schau mal auf meine Weltkarte, die ich hier aufhabe. Die ist da nämlich. Das sieht aber eigentlich ganz gut auf. Versuch trotzdem nochmal weiter nach Norden zu Okay, gehen. alles klar. Ob da irgendwie. Also die Suragna müsste so nordöstlich davon sein, irgendwie eine Höhle. Alles Obwohl es eigentlich schon klar. ganz gut aussieht. Aber das war jetzt die Mine, in der ich halt eben war. Ja, eben. Ja, Gott sei Dank sind hier nicht diese ekligen Höhlenfische. Ansonsten gibt es ja auch noch eine Wegbeschreibung. So. Wie das hier alles so blutverschmiert ist. Ekelhaft. Also, hier steht nur, du kommst nach Suragna. Aber wie Das ist das schön. jetzt aussieht, ja, Das ist schön. Mehr muss man nicht wissen. Guck mal, hier kommt es Und. jetzt. Hier wird's kalt. Moment, ich sehe das noch nicht. Ah, ja. So. Tja, hätte ich noch lange in der Mine rumsuchen können. Doof das. Kriegt man eigentlich nochmal, nee, kriegt man, wenn man in eine Höhle reingeht, sieht man nicht, dass man in einer Stadt drin ist, ne? Man steht da nicht irgendwie willkommen in Suragnasum, mehr oder weniger. Nee, 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 nur auf der Karte siehst du das dann. Warte mal, da ist ein Schild. Ja, kann ich aber nichts dran machen. Habe ich gerade schon geguckt. Ich kann es nicht anklicken. Ist ja doof. Aber sehe ich das richtig, dass der Undertaker jetzt wieder volles Leben hat? Ja, du hast recht.
Da ist er. Der gute Undertaker. Nee, ich will nicht reiten, ich muss kämpfen. Mein Einhorn ist auch schon wieder tot. Tod. Tot. Ja, das ist gerade alles so ein bisschen schrecklich. In Tomb Raider kam ich nicht ohne den Muli weiter. Für Eversion brauche ich den Entenmann. Du musst den Sacred aushelfen. Das ist gerade keine Glanzwoche für mich. Ich muss schon sagen. Ja, aber dafür hast du jetzt bald alles durch und dann kommen wieder ganz niegelnagelneue Projekte, Oh oder? yeah, ja. Moment.